Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Logo und es gibt heute ein Full Day of Eating ohne Küche. Was ich so mache oder wie man sein Essen reinbekommt, wenn man mal keine Küche hat. Also keine Mikrowelle, kein Herd, kein Ofen, eigentlich nichts. Kein Airfryer, einfach gar nichts. Kein Reiskocher, nichts. Das ist meine Küche. So lebe ich momentan. Und ja, ich zeige euch heute das in dem Video. Erstmal mache ich mein Cardio, das habe ich jetzt erst begonnen. Das geht jetzt noch eine Stunde, aber so lange müsst ihr natürlich nicht warten. Es geht gleich weiter. Und dann geht es auf. Ich nehme euch heute den Tag mit. Wie ich das so mache, wie ich das gestalte und was man da so machen kann, drückt schon mal auf Gefällt mir, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, drückt trotzdem. Kommentiert in die Kommentare und lasst schon mal ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. So, Friends, und zwar Cardio ist durch. Eine Stunde durchgezogen. Bevor ich jetzt erste Mahlzeit nehme, gibt es erstmal meine Schutzsubs. Ich habe ja noch keinen Schrank für die Küche, deswegen stehen die hier so. Einfach überall 6 plus Produkte. Das wird auf jeden Fall gleich genommen. Nicht alles. Manche ist so noch verschlossen, weil ich es doppelt habe. Und ja, Schutzsubs rein. Und meine erste Mahlzeit wird einfach ein Shake sein. Whey Isolat, 50 Gramm White Chocolate mit Wasser. Danach gehe ich einkaufen. Und zwar nehme ich euch da auch da mit. Ich hoffe, der Laden, oha, der Laden ist nicht ganz so voll. 2 große Löffel reichen. Das gönne ich mir jetzt. Erste Mahlzeit. Und dann. Erste Mahlzeit, ein Shake. Dann einkaufen. Dann zeige ich euch ein bisschen hoffentlich was beim Einkaufen. Also, dass ich meine Kamera da mitnehmen kann. Dann geht's weiter. So, Freunde, ich bin einkaufen. Und ich habe auch schon was reingepackt. Das könnt ihr euch jetzt angucken. Es gibt. Gut und günstig. Ein paar Beeren. Ein Salat für abends. Und ich brauche noch. Was brauche ich noch? Brot habe ich zu Hause. Viel mehr braucht man heute nicht. Leute, ich schwöre es euch, ne? Die Leute gucken einen an wie ein Alien, wenn man mit einer Kamera durch den Einkaufsladen läuft. Das ist echt witzig. Aber naja, ich schleiche mich jetzt hier so durch und dann melde ich mich gleich. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch was vergessen habe, aber eigentlich nicht. Brot habe ich zu Hause, das Salat für heute Abend, Beeren und ein bisschen Tomaten. Ja, viel mehr brauche ich nicht, das reicht schon. So Leute, Einkauf ist durch. Es ist nicht die günstigste Variante. Da waren Fertigsalat drin, die sind etwas teuer. Ich hatte jetzt keine Lust mehr, das alles einzeln zu kaufen. Ich habe auch nicht so viel Geschirr zu Hause. Nur Messer, Gabel und ein paar Dosen und Löffel. Und das Ganze hat jetzt, ich habe noch 2 Iced Tea Zero eingepackt und eine Packung Kaugummis, die auch 3 Euro kostet. Das Ganze hat jetzt gekostet 16 Euro und ein paar zerquetschte. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer der Iced Tea ist, aber Kaugummis sind schon teuer, sage ich jetzt mal. Und für den Tag jetzt 10, 12 Euro geht klar. Ein paar Sachen habe ich schon zu Hause und dann gucken wir, was wir daraus so machen. Ne? Und heute ist mega warm. Ich bin jetzt wieder zu Hause und es gibt die nächste Mahlzeit. Und zwar gibt es Haferflocken. Die von Köln, die sind sehr gut, aber es sind nicht die richtigen. Die habe ich mal irgendwie vergriffen, aber es gab keine anderen. Nee, das gab glaube ich nicht die anderen. Von Köln gibt es auch noch die glutenfreien. Die sind etwas teurer, aber sehr gut. Wer da Probleme hat mit Gluten und mit dem Blähbauch und Verdauung, kann ich die nur empfehlen. Bei mir gibt es jetzt auf jeden Fall Haferflocken mit Whey und Mandelmilch. Die habe ich gerade vergessen zu kaufen. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen was. Mein Problem heute ist, dass ich noch keine Waage habe, die habe ich in der Türkei gelassen. Ich habe da aber trotzdem ein gutes Infusion. Oh, okay. Wie viel ich davon essen muss. Und da heute Weintag ist, Eckday, eher gesagt, Eckday, portioniere ich das immer so. Ich schätze mal, das sind ca. 80 Gramm. Auf jeden Fall könnt ihr euch da natürlich eine Waage nehmen. Solltet ihr auch, denn so könnt ihr am besten anpassen. Das mache ich nach Gefühl und das passt auch bis jetzt anhand meines Gewichts. Meine 6 Plus Bestellung muss bald kommen mit dem Knoptology. Zack, das kommt rein. Ich brauche die Kamera. So, der eine Löffel war nicht ganz so voll, deswegen gibt es hier noch ein bisschen mehr. Das reicht. Ey, bei mir sieht auch der Tisch immer komplett lost aus. Ne? Ich sag's euch. Irgendwie kriege ich das mal hier nicht gebacken, Ordnung zu halten. Immer alles voller Haferflocken, voller Whey, überall Whey-Staub. Auch wenn man mich jetzt hier nicht sieht, so, das rühre ich hier schon mal um. Und das ist ein schönes Frühstück, was man auf
jeden Fall zu sich nehmen kann. Und dann baller ich mir jetzt Hafermehl. Ja, ey, ich sag immer Hafermehl, ne? Ich bin wirklich was. Hafermilch, Mandelmilch ist das sogar. Das Zeug wird jetzt hier ordentlich umgerührt. Das ist wie Beton anmischen. Wer es kennt, schon mal auf Baustelle gearbeitet hat, immer mit der Schippe, ein bisschen Wasser, ein bisschen Beton. Und wenn Beton drin ist, immer ein bisschen Wasser, bis perfekte Konsistenz ist. So ist das hier auch ähnlich. Ich habe mir noch ein paar Beeren gekauft. Ja, ich habe hier gekleckert, das war's komplett. Ein paar Beeren gekauft. Auf jeden Fall kommen da jetzt noch die ein oder anderen Beeren rein. Für den extra Drip. So, hier kann man ja auch gucken, wie viel da drin war. Ne, kann man nicht. Doch, da unten 125 Gramm. Ich habe davon jetzt vielleicht 40 Gramm genommen. Hier sind 200 drin. Also 100 Gramm Beeren gönne ich mir auf jeden Fall dazu. Und von denen. So. Und das lasse ich jetzt so ein paar Minuten stehen, damit die Haferflocken da schön einziehen. Dann schmeckt das besser. Und dann habe ich mein erstes Mehl. Haferflocken mit Mandelmilch. Und dafür braucht ihr keinen Kühlschrank, keine Herdplatte, keine Mikrowelle, keinen Backofen. Das kann man morgens auf jeden Fall zu sich nehmen. Man kann einkaufen. Wenn man jetzt keine Beeren und keine Hafer- oder Mandelmilch nimmt, kann man das sich auch auf Vorrat hinlegen. Also die Haferflocken, Whey sowieso. Und das Ganze kann man dann mit Wasser trinken. Schmeckt auch gut. Da kann man sich halt vorbereiten. Das kann man morgens zum Frühstück nehmen. Das ist jetzt auch mein Diät. Full of Eating Diät ohne Küche. So ungefähr. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Mahlzeit. Ich esse das gerne. Haferflocken gehören bei mir irgendwie, müssen die jeden Tag dazugehören. Weiß nicht, ich esse sie gerne. Schmeckt. Das ist jetzt lange genug eingeweicht. Das gönne ich mir jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Meal. Ja Leute, next one. Und zwar gibt es für mich Brot. Das ist das Pre-Workout-Meal. Ich gehe gleich ins Training. Es gibt 3 Scheiben Brot. Das kann man auch ganz gut dosieren. Also da weiß man auch, ohne abzuwiegen, wie viel man da isst, wenn man am Anfang die ganzen Scheiben durchzählt. Und 3 Sätze brauche ich euch nicht erklären. 3 Scheiben gibt es davon mit 150 Gramm Hähnchen, also 1,5 Packung. Die kloppe ich mir jetzt rein und ja, gucken wir uns das mal hier an. Ey, ich habe immer noch keine Teller hier, deswegen klatsche ich mir das einfach so hier auf den Tisch. Ich mache mir da immer ein bisschen Ketchup drauf und ein bisschen Senf. Boah, da kommt der volle Suff raus, Alter. Ja, er schmeckt. So, und als Erste. Da kloppe ich mir jetzt hier. So, das ist eine ordentliche Stulle. Da habt ihr echt ein schnelles Essen mit wenig Aufwand. Also ganz easy. Die kloppe ich mir jetzt weg. Dann gibt es nochmal die Hälfte der Packung auf das eine Brot hier noch. Das ziehe ich mir dann weg. Dann baller ich mir meinen Pre-Workout rein. Kickdown und alles. Und dann geht's ab ins Beintraining. Ja, ich freue mich. Und bis jetzt sind wir ganz gut gefahren. Was ich dazu sagen muss, stopp. Bevor es in die nächste Szene geht. Mit dem Brot ist es so eine Sache. Ich vertrage das sehr, sehr gut. Also ich habe da keine Beschwerden, was ein Blähbauch und alles angeht, was Verdauungsprobleme angeht. Viele Leute vertragen das Gluten nicht im Weizen oder im Roggen. Da müsst ihr gucken, dass ihr da was anderes nimmt. Da könnt ihr zum Beispiel Reispudding nehmen, auch als Pre-Workout oder Post-Workout-Meal. Ich nehme es nachher als Post-Workout, dann seht ihr das nochmal, wie ich das zubereite. Da müsst ihr ein bisschen testen. Ihr könnt auch zum Beispiel anstatt Brot könnt ihr Reiswaffeln nehmen. Die mag ich zum Beispiel nicht so gerne, weil die so trocken sind. Da müsst ihr mal einen Haufen trinken dazu. Und das schmeckt nicht, ich mag die einfach nicht so gerne. Die kann man mal zwischendurch mal snacken, aber nur wenn es sein muss. Deswegen, ich esse Brot, bei mir läuft's, was das angeht. Und sonst könnt ihr zum Beispiel Reisflocken nehmen, das geht auch. Das dazu, das ist eine wichtige Info. Nicht, dass ihr euch da vollkloppt mit Brot und dann kriegt ihr so einen Bauch oder kriegt Verdauungsprobleme. Deswegen passt auf. Ich ziehe mir das jetzt weg und dann sehen wir uns gleich. Noch etwas, so muss eine Stulle aussehen. Das Fleisch oder die Wurst muss dicker sein als das Brot. Jo Leute, was geht ab? Training ist fertig. Ich bin jetzt zu Hause und es gibt die nächste Mahlzeit. Die wird wieder kalt sein, weil warm geht nicht, wegen keine Küche. Und zwar gibt es für mich jetzt hier den neuen Reispudding von Sekt Plus. Geschmack Milch reicht Zimt. Und dazu den mische ich alleine mit Beeren. Und dazu gibt es nochmal einen Shake mit White Chocolate und den Whey Isolat. Zeige ich euch auch gleich noch. Hier. Hier. Beste. Ich rühre mir das jetzt hier zurecht. Und
Und das Zeug riecht echt lecker, ne? Und es riecht nicht nur lecker, sondern es ist auch lecker. Jetzt können wir das verrühren. So Leute, das wird jetzt langsam schön cremig. Und wenn die Konsistenz genau so ist, ist es für mich perfekt. Das kann man sogar noch ein bisschen stehen lassen. Und das ist ein sehr geiles Post-Workout-Meal. Gerade bei dem Wetter jetzt, wenn es so warm ist, kann man den sich auch vorher schon fertig machen, in den Kühlschrank stellen. Und dann ist das richtig quasi wie so ein schöner kalter Pudding. Und der ist auch erfrischend. Und für die, die immer Bock auf was Süßes haben, ist das eine gute Option. Noch ein paar Beeren rein. Und fertig ist Mehl 4 ist das. Ja, fertig ist Mehl 4. So, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse mir jetzt schmecken. Das ist ein geiles, geiles Produkt. Reispudding von Sektbus. Probiert das, denkt an den Code Rogo 10, könnt ihr sparen. Probiert es aus. Sehr, sehr lecker. Guckt mal, da hinten ist eine Küche. Aber ich habe nur Location gewechselt. Ich bin bei meinen Eltern. Kurz besuchen. Aber meine nächste Mahlzeit habe ich mitgebracht. Das war der Salat mit Thunfisch, Zwiebeln, Paprika. Das Dressing lasse ich weg. Und dazu kommt dann noch mal 100 Gramm Pute mit rein. Putenaufstrich. Weil dieses bisschen Thunfisch ist echt zu wenig. Das sind vielleicht 30 Gramm Thunfisch. Heute gibt es auch keine Carbs mehr, nur noch das hier und nachher gibt es noch meine letzte Mahlzeit. Salat ist immer gut, aber heute werde ich ein bisschen hungern. Aber das ist doch nicht so schlimm. Ich will ja in Form kommen. Ihr seht es ja, die Form wird immer besser. Deswegen muss man da durch. Von nichts kommt nichts. Ich lasse mir jetzt schmecken. Den Salat kann man natürlich am besten selber machen. Dann ist das wesentlich günstiger. Ich habe mir fertig gekauft. Spart ihr kein Geld, ist nicht gut. Macht ihn euch selber. Ja Leute, was geht ab? Ich bin jetzt wieder zu Hause und es gibt die letzte Mahlzeit. Auch hier ohne Kohlenhydrate. Einfach nur ein Shake, 40 Gramm Eiweiß und zwar die letzten Reste von White Chocolate. Heute ist auch ein neues Paket gekommen. Knoptology ist auch wieder am Start, das müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, das war's dann mit dem Full Day of Eating ohne Küche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und könnt mal sehen, wie ich das mache. Schaltet alle auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Danke für den Support, danke fürs Einschalten, kommentieren, liken und abonnieren. Und kommentieren in die Kommentare ist wichtig. Ihr wisst Bescheid und haut rein. Ciao.